sind heute unterwegs zu Berliner Hütte und zu einem vorgeschobenen Gipfel. Am Horn heißt das. Kennt ihr wahrscheinlich nicht, ich auch nicht. Und deswegen gehen wir da hoch. Viel Spaß mit dem Video. Der Weg zur Berliner Hütte ist jetzt nicht wirklich anspruchsvoll. Es sind ca. 800 Höhenmeter auf ca. 8 Kilometer. Also es geht auch nicht besonders steil hier hoch. Nur Schotterweg bis jetzt. Und es lässt sich am Morgen sehr gut gehen. Es ist halt nur lang. Das müsst ihr wissen. Sonst ist die Stimmung hervorragend am Morgen. So, endlich ein Wegweiser in Sicht. Berliner Hütte 30 Minuten. Jetzt geht's nach diesem wunderschönen Schotterweg endlich auf einen Alpinpfad nach der Alpenrose. Da lang, auf geht's. So, jetzt in meiner Berliner Hütte. Jetzt haben wir hier hoch circa 2 Stunden gebraucht. Unten stand 3 Stunden, also eigentlich ein ganz guter Schnitt. Und jetzt geht's hier über einen Bach drüber weg und irgendwo rauf. Schauen wir mal. So, jetzt gehen wir in Richtung Hornkamm weiter, nach der Brücke. Da gibt es so ein paar Schweine, die haben uns begrüßt, sehr nette Tiere. Und jetzt geht der Weg so weiter. Wir gehen jetzt auch in Richtung Berliner Spitze. Also ist wohl der gleiche Weg hier hoch. Man geht dann nur halt weiter über den Gletscher. Also der Weg ist hier nicht sehr gut gekennzeichnet. Da muss man immer ein bisschen suchen. Oder seht ihr hier einen Weg? Naja, Weg.
Schauen wir mal. Ja, wir haben uns verstiegen. Also, aufpassen. Hier ist einfach nur der Wahnsinn hier oben. Guckt es euch einfach mal selbst an. So, da oben ist unser heutiger Gipfel. Am Horn heißt es. Da wollen wir hoch. Ist noch ein kleines Stückchen, aber so lange kann es nicht mehr sein. Auf geht's. So. Das sind jetzt unsere letzten 200 Höhenmeter. Das wird jetzt nochmal ordentlich steil. Wahrscheinlich geht es dann hier irgendwo einen Grad irgendwo hoch. Schauen wir mal. Ja, Blockgelände. Und es wird auf jeden Fall viel, viel steiler jetzt noch. Da geht's lang. Nicht da. Da geht's lang. Er hat sich verstiegen. So, hier teilt sich der Weg. Entweder man geht geradeaus, da kommt man zur Berliner Spitze, muss man über den Gletscher. Oder, wie wir jetzt vorhaben, wir gehen jetzt links hoch zum Horn. Da hoch. Also die Wegfindung ist hier nochmal viel schwieriger geworden. Man sieht, die Wegpunkte sind leider verblasst. Also hier gehen nicht wirklich viele Leute hoch. Und ja, der Weg sieht so aus. Und jetzt geht's da wahrscheinlich irgendwo hoch, aber man muss hier schon suchen. Also hier sieht man keinen Weg mehr, also es ist echt nur noch freies Gelände, würde ich sagen. Hier irgendwie weiter und dann da hoch. Also hier kann man langsam wieder einen Weg erkennen, aber pralle ist der Weg jetzt nicht. Und seht mal da runter, es geht ordentlich einen Berg runter. Also aufpassen. Da oben ist die Berliner Spitze. Wahnsinn. Und Philipp steht, glaube ich, jetzt auf den Horn. So, die letzten Meter bis zum Gipfel. Da oben ist ein Steinmandel. Da. Und das wird das Horn sein. Auf den Gipfel. Jo. Daumen hoch. Wir haben es gepackt. Bye.
geschafft. Wir sind am Gipfel, am Horn. Und jetzt gibt es noch mal einen kurzen Rundumblick für euch. Hier sieht man oben den schwarzen Stein. Gerade im Nebel die Berliner Spitze. Da ist der große Mösler. Das Schönbichler Horn. Und da ist der Gipfel des Horns. So, jetzt geht es den gleichen Weg wieder runter. Nochmal volle Konzentration. Ab geht's. Ja, jetzt nochmal ein kleines Review zur Tour auf das Horn. Also es ist eine sehr lange Tour. Zur Berliner Hütte ist es echt ein Schleif hoch. Zum Horn hoch wird es steiler, aber der Weg wird natürlich viel, viel interessanter und alpiner. Die Aussicht, ihr habt selbst gesehen, hervorragend. Wahnsinn, also es lohnt sich auf jeden Fall hier hochzukommen, auch wenn es nur zur Berliner Hütte ist. Das Horn ist, glaube ich, eher so ein Geheimtipp. Ja, also der Weg wird hier oben anspruchsvoller. Man muss sich an die Steinmandeln halten, weil man den Weg nicht immer findet. Also die Wegzeichen sind auch nicht mehr so klar erkennbar. Und der Weg ist oben wirklich schwer zu finden. Sonst muss man trittsicher sein, Schwindelfreiheit, also man kann ja auch abstürzen. Aber der Ausblick vom Horn oben ist hervorragend. Also es ist jetzt auch ein Geheimtipp von mir. Kommt hier hoch, schaut es euch an. Es ist einfach nur der Wahnsinn hier oben. Dieses Panorama mit den Gletschern, Wahnsinn. Die Berge hier rumherum, die 3000er, die man hier sieht, einfach nur ein Traum. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. So, jetzt sind wir wieder an der Berliner Hütte angekommen und jetzt kann man noch mal ganz genau sehen, wo wir waren, nämlich da oben drauf. Da ist das Horn. Also wir sind dann hier irgendwo hoch, zack, zack, zack und auf das Horn. Und jetzt geht's bergab.